Der natürliche Mensch neigt ganz natürlich dazu, zu murren. Wer murrt, hat oft ein schlechtes Gedächtnis. Die Kinder Israel erreichten den Sinai und zogen weiter ins Heilige Land. Dabei litten sie oft Hunger und Durst. Der Herr aber rettete sie, indem er ihnen Wachteln vom Himmel sandte oder mit einem Stock gegen einen Felsen schlagen ließ, aus dem dann Wasser floss. Eigenartig. Diejenigen mit dem schlechtesten Gedächtnis haben oft den längsten Forderungskatalog. Wer sich aber nicht an vergangene Segnung erinnert, kann das, was augenblicklich vor sich geht, gar nicht einordnen. Ein Vers im Alten Testament öffnet uns die Augen. Du sollst an den ganzen Weg denken, den der Herr, dein Gott, dich während dieser 40 Jahre in der Wüste geführt hat, um dich gefügig zu machen und dich zu prüfen. Er wollte erkennen, wie du dich entscheiden würdest, ob du auf seine Gebote achtest oder nicht.